Den werden wir noch brauchen, glaube ich. Okay, Leute, das ist jetzt bitter. Warum kann ich das denn nicht machen? Habe ich das echt noch nicht gelernt? Das kann doch wohl nicht sein. Dass wir nichts haben, was hier... Das gibt's doch einfach nicht. Leute, das gibt's doch nicht. Sonstiges. Jetzt legen wir erstmal schnell die ganzen... Ah, das macht uns so schwer. Ich wollte nämlich schon sagen, hä, warum können wir denn nichts mehr tragen? Wegen den paar Seelensteinchen, die wiegen doch alle gar nichts. Ja, das rechte Auge, der Fall machen wir auch. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wie viele wir schon haben? Jetzt können wir wieder laufen. Hammer. Aber jetzt muss ich erstmal mal ganz kurz hier, da Bärenpelz, Corundum-Erz brauchen wir nicht. Drachenknochen weg, Drachenschuppen weg. Fuchspelz, Goldbarren, Golderz. Malachiterz, Mondsteinerz. Das wiegt ganz schön viel eigentlich, ne? So, jetzt werden wir mal nach Weißlauf gehen und versuchen, irgendwas Kleidungstechnisches zu finden, wo Schmiedekunst verbessert. Bin doch bekloppt. Ich bin doch nicht bekloppt. Gibt's doch nicht. Oder kann man das vielleicht auf Halsketten gar nicht anwenden? Muss man doch können. Das hätte dann zumindest angezeigt werden müssen. Also da bitte ich dann nochmal um eure Unterstützung. Kann ich das Bild vielleicht bei dir kaufen? Ihr seid jemand... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Schauen wir mal Bekleidung. Die Zerstörung. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Arm... Breeze Home, ah, Briesenheim. Es ist so schön, wieder da zu sein. War eigentlich nicht. Es ist zu klein hier. Oh, das sieht ja mal epic aus, hier die Ecke jetzt, hier so wie das so grün leuchtet. So, Lydia. Lydia? Mein Gott, wo ist sie? Ah, da ist sie. Langes Leben euch, Tane. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Geht voran. Na, war sowas von, Lydia. So. White Run. Auf geht's. Wir runnen weit. Hä? Achso, da liegt ja immer noch der eine Tote. Welche Tageszeit ist eigentlich gerade? Ah, 7:03 Uhr am Morgen. Warte, ich kenne euch. Ah, nein, ihr kennt mich nicht. Dreck der Sterblichkeit emporgestiegen seid und nun unter den Sternen wandelt.
Schauen wir mal nochmal, ob der Hufzauberer uns da eine ordentliche... Also ich meine, ich verstehe das nicht. Wir müssten doch eigentlich hier super schon alles Mögliche gelernt haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Grüß dich. Besucht ihr die Drachenfestung? Nein. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. So, Illusionszauber, Beschwörung. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ich gebe euch Deckung. Wie kann ich euch dienen, Tane? Ah ja, sie hat ja den hier, stimmt. Was auch immer sie mit dem Bolzen macht. Lydia, Schatz! Lydias Gesundheitsboost. Dann mal los. Dann mal los. Arr. Ich glaube, dass wir sowas nur bei einem Schmied bekommen. So eine verzauberte Kleidung. So, ich weiß auf jeden Fall, dass in Rifton... Also ich hoffe mal, dass wir das da bekommen. Weil in Hofmagiern kriegt man sowas eher nicht. Ich hab doch sicher so ein... Das schon gelernt, wie man Schmiedekunst verstärkt. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit ja, den Fingern was wollt ihr? Wenn es um die Tau womöglich im Gefängnis... Wollt wohl sehen, wie Balim und wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, ne? Ja, scheint ziemlich stolz auf eure Arbeit zu sein. Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsamen Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Beeindruckend. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Kein Problem. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Ich besorge euch etwas davon, ich habe ja genug. Wirklich? Danke. 10 Prisen Feuersalz dürften ausreichen, um die Schmiede wieder neu zu entfachen. Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Ja. Wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, werden sie einen anderen Ton anschlagen. Darfst du noch Schmiede schilden, mein Freund. Schilde schmieden. Es ist schon spät, tut mir leid. So, was ist da jetzt? Was habe ich jetzt für den Questmarker bitte schon gekriegt? Komm, organisieren wir ihm mal schnell seine Feuersalze. Ich meine, davon haben wir eh so viel. Damit wir bei dem einkaufen können, weil vielleicht hat der ja was Verzaubertes für uns. Dass wir dann entzaubern können. Papa, seht mal, wer mir bis nach Hause nachgelaufen ist. Ist das jetzt dein Ernst? Kann ich das Tier behalten? Bitte. Boah, also ich weiß nicht. Ah, gut. Es scheint ein Liebesgeber zu sein, aber kümmert euch darum, Samuel. Ihr seid super. Danke. Oh Mann, hey. Das ist hier, das ist nicht mehr mein Haus, das ist eine verfickte Freakshow, ist das. Na komm, na, Feuersalze. Gut, dass ich eh fast nie daheim bin. Ja, 47 haben wir. 10 reichen ihm. Zurück zu Balimund. Was ist der andere Questmarker da, bitteschön? Achso, töte den Riesen. Den Riesen können wir eigentlich auch schnell töten. Um die Belohnung abzugreifen. Malakat ist der dädrische Prinz der Flüche und Verstoßenen. Viele Orks verehren ihn als ihren Gottkönig. Xerxes. So. Da ist der Gute.
Okay. Bam! Lüder kriegt erstmal eins voll auf die Mütze. So. Mein Freund, eine schlechte Idee, dich mit uns anzulegen. Ja, Lydia. So sieht's nämlich aus. Eine ganz schlechte Idee. So, dann geben wir die Quest noch schnell ab. Dann geben wir die andere Quest ab und hoffen, dass der Typ uns was... wow. Halt. Schneegestöber hier. Dann hoffen wir mal, dass der andere Typ uns was verkauft, dass unsere... was verzaubert ist und unsere Schmiedekunst verbessert und was wir entzaubern können. Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Der Riese ist tot, ne? Also gib mir meine 100 Gold oder so. Hier ist eure Belohnung. Ja. Möget ihr sicher. Vorsichtig. Und was soll ich eurer Meinung nach? Ja, mein Gott, die fangen diese Konversation immer wieder an. Hey, das ist so nervig. So. Dann mal zurück zu Balimund. Er soll uns reichlich entlohnen. Das kann doch echt nicht sein. Wozu die Eile? Ja, ich habe eine Quest abzugeben. Wollt wohl sehen, wie Balimund. Wunderbar. Die waren bestimmt schwierig zu bekommen. Oh ja. Ihr habt mein Geschäft gerettet und das Herz eines alten Schmieds erwärmt. Dafür danke ich euch. Lass was rüberwachsen. 1500. Wir können nichts bei ihm kaufen. Lasst euch mal wieder blicken. Ihr seid immer willkommen. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Es ist unsere liebste Begleitung. Ihr wart sehr freundlich. Ich danke euch. Keine Ursache. Ich glaube, das war der Laden, ne? Pond Prawn. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Rifton und kümmert sich nicht genug um sich. Bersi fürchtet, dass uns jemand... Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Ich glaube, er weiß gar nicht, wie euch tun. Einprägsam, nicht wahr? Ja. In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hatte ein wunderschönes Boot, die kräftige Krabbe. Aber man wird ja leider nicht jünger. Nee. Ich habe den Kahn schließlich verkauft und den Fischladen hier eröffnet. War früher ein Pfandhaus. Der Name gefiel mir irgendwie, da habe ich ihn beibehalten. Und so das Gold für ein neues Schild gespart. Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Es war ein großer Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Was stimmt denn mit Rifton nicht? Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Rifton? Die Stadt ist korrupt. Durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Ist doch cool. Weiß gar nicht, was du hast. Vielleicht solltet ihr euch an die Obrigkeit wenden. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? Ja, die sind doch alle korrupt. Alle. Ohne Ausnahme. Okay. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Ja, also, was ist dein Problem? Also gut. Klingt doch ganz normal. So, jetzt warten wir noch ein paar Stündle, damit er uns auch was verkauft. So, grüß dich. Ich habe allerlei interessante Artikel in meinem Sortiment. Habt ihr euch schon umgesehen? Ja. Kann ich jetzt was bei dir kaufen? Das Angebot ist heute vielleicht etwas dürftig, aber wenn ihr irgendetwas seht, das euch gefällt, mache ich euch einen guten Preis. Ja, komm. So, brechen wir mal hier ein bisschen den Tresor auf, hätte ich gesagt. Das kann's doch wohl nicht sein, hey. Vielleicht bei der Händlerin in Markart?
Aber irgendwie muss ich doch den Kack zu kaufen bekommen. Dann Einsamkeit vielleicht. Schau mal nach Einsamkeit. Ich meine, da gibt es die meisten Läden. Da muss doch irgendeiner von den Pennern muss doch was zu verkaufen haben, was irgendwie mit Verzauberung, mit Schmiedeverzauberung verzaubert ist. 8:56 am Morgen. Warten wir noch ein Stündle. Hätte ich Wache in der Botschaft der Talmor geschoben, hätte es niemand gewagt, das Fest zu stören. Na klar. Bits and Paces. Entschuldigung. Autsch! Hey! Was geht mit euch ab? Beirand sagte ihr... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Nein, ich... Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Okay, nee, irgendwie nee. Verdammt, ey. Ich bin, glaube ich, mal wieder auf euch angewiesen, meine Freunde. Ich habe kein Problem mit Zerstörung. Ärger oder so? Nee. Ach, was für... Stiefelhosen, Abendroben, im Grunde Kleidung für jede Gelegenheit. Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 25. Naja. Die Wirksamkeit, okay. Hammerfellgewand. Schick. Kapuze der Alikir. Und echt alles Mögliche. Ring der Aufladung, okay. Wow. Das gibt's doch nicht, hey, die hat so viel. Aber ausgerechnet, das hat sie nicht. Endlich. Gibt's noch irgendwo anders so ein Bekleidungsgeschäft? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, wir müssen mal nach Markart reisen und da nochmal schauen. Mir fällt es gerade echt nicht ein, aber wenn das jetzt in Markart, wenn die da auch nichts haben, dann erstmal drauf geschissen. Vorsichtig! Ja, deine Klappe. Das Quer. Kaum zu glauben, Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. So. Ja gut, Schießkunst. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr etwas benötigt. Vorsichtig! Das gibt's doch einfach nicht. Also Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Habe ich das jetzt einfach nur irgendwie verkackt oder... Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch jetzt einfach nur
drüber gescrollt über Schmiedekunst verbessern oder so. Schau, jetzt gehe ich noch einmal an diese blöde Verzauberungsbank da. Dann schaue ich nochmal. Aber wenn ich schon auf dem Weg dahin bin, mache ich jetzt gleich mal das, was ich sonst eigentlich immer offscreen mache. Ich sortiere den ganzen Scheiß hier ein. Diese Schatullen hier, die quillen auch schon über vor Reichtümern und... Ne, ihr wisst schon. Ich meine, wenn ich das alles verkaufen könnte... Boah. Ja, da müsste ich immer ganz Himmelsrand durchreisen. Und so sammle ich die Sachen lieber. So, schauen wir mal nochmal. So, Gegenstand. Rote Robe. Verzaubern mit Ausdauer. Ausdauerschaden. Feuerschaden. Frost. Furcht. Gesundheit. Lähmen. Magika. Absorbieren. Magika. Bannen. Alchemie verstärken. Ausdauer verstärken. Beschwörung. Beschwörung verstärken, Blitzresistenz, Blocken verstärken, einhändig, Feuerresistenz, Frostresistenz, Gesundheit, Heilungsrate, leichte Rüstung, Magika, Magika-Regeneration, Magieresistenz, Redekunst, Schießkunst, Schlossknacken, Taschendiebstahl, das war's it. Keine Schmiedekunst. Anscheinend habe ich es noch nicht gelernt. Okay, Leute, dann brauche ich eure Hilfe. Wo kriege ich sowas her? Ihr seid zu. Könnte ich ein paar Goldmünzen zum Ausgeben haben? Bitte? Ja, bitte. Danke, Papa. Viel Spaß. Ja gut, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, wir chillen hier eine Runde. Und ich sag dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Elder Scrolls from Skyrim. Euer Max. Ciao, servus, Leute. Macht's gut.